Feministische Mädchenarbeit und Mädchenpolitik als Teil der Kinder- und Jugendhilfe schafft Angebote für Mädchen, stützt Mädchenrechte und zeigt Ungleichheiten auf. Hier werde ich so akzeptiert, wie ich bin. Ich werde nicht komisch angeguckt, egal wie ich aussehe, wo ich wohne, wie ich lebe oder wen ich liebe. Mädchen sind nicht alle gleich. Sie haben unterschiedliche Lebensrealitäten und werden auf vielfältige Arten in unserer Gesellschaft bevorzugt oder diskriminiert. Mädchen sprechen unterschiedliche Sprachen, manche werden behindert, manche haben einen Aufenthaltstitel, manche erleben Sexismus, Gewalt oder Rassismus. Mädchen sind cis, trans, inter, queer, hetero, homo und vieles mehr. Wir wertschätzen diese Vielfalt und gehen sensibel damit um. Ich will mitmachen können, wann ich will. Und ich will auch in Ruhe gelassen werden, wenn ich keinen Bock habe. Im Mädchentreff kann ich alles mitentscheiden. Meine Stimme ist wichtig, auch wenn ich nicht rede wie eine Bundeskanzlerin. Wir Fachkräfte entscheiden zusammen mit den Mädchen. Vom Mittagessen über die Wandfarbe bis zu den gemeinsamen Regeln. So lernen die Mädchen, sich für ihre Interessen einzusetzen, Kompromisse einzugehen und Verantwortung im Alltag für sich und andere zu übernehmen. Ich habe in meiner Vergangenheit auch viel Probleme erlebt und gemacht und Scheiße gebaut. Aber da kann man jede Sache besprechen, was einen bedrückt und merken, dass man die Probleme auch lösen kann und nicht, dass man die Probleme jetzt in sich verfrisst. Deswegen kann ich mich hier wirklich öffnen. Für uns gilt immer die Grundannahme, wir glauben dir und bleiben so an deiner Seite, wie du es brauchst. Wir stehen den Mädchen und jungen Frauen auch in den schwierigsten Lebenslagen solidarisch und kritisch zur Seite. So entsteht ein echtes Vertrauensverhältnis. Manchmal reden wir auch einfach nur so über Themen, die uns halt peinlich sind vor den Eltern, denn dafür gibt es auf jeden Fall auch genug Zeit. In der Mädchenarbeit geht es immer um die Beziehung zwischen den Mädchen und den PädagogInnen, die neben Eltern und Lehrkräften wichtige erwachsene Ansprechpersonen sind. Wir begleiten sie dabei, herauszufinden, wer sie sind und sein wollen. Sie erleben Solidarität und Respekt und entwickeln Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge. Mädchenarbeit ist parteilich, wertschätzend, diskriminierungskritisch, intersektional und macht einfach Spaß.